So, wo waren wir denn jetzt mal hier zuletzt? Ach, das Krankenhaus. Ich erinnere mich. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde in The Last of Us Part 2. Na, Folge 40, richtig? Ich glaube schon. Alter Schwede, oder? Es entwickelt sich gerade zu meinem... ich glaube, zweitlängst laufenden Solo-Projekt. Zumindest was die Folgenanzahl angeht. Ich glaube, was die Stunden angeht... Oder was die Zeit insgesamt... Wat. Ja, ich weiß, dass ich zur Treppe soll. Ja. What now? Na, was jetzt? Jetzt ist niemand hier, der was sagen kann, ne? Achso. Blätt mal einen Pfeil ein, wo du hin musst. Okay, ja, danke, weiß ich. Hätte ich irgendwann auch gefunden. Was wollte ich... Worauf wollte ich hinaus? Genau, folgenanzahlmäßig ist das, glaube ich, mittlerweile mein zweitlängstes Solo-Projekt. Was absurd ist, weil ich erst eine Woche spiele. Zeitmäßig ist es, glaube ich, noch im Rahmen. Wir haben schon deutlich längeres gezockt hier. Aber ich habe Feedback bekommen, dass längere Folgen okay wären. Ich hatte ja in der letzten Session irgendwann gefragt. Und ja, längere Folgen sind okay. Alles klar, wobei ich mir sowieso denke, wer bis hierhin durchguckt, guckt auch eine Stunde oder so. Also, ja. Ich fange damit in der nächsten Session an. Nur falls ihr euch jetzt wundert, warum diese Folge jetzt trotzdem 20 Minuten lang ist. Diese Session mache ich nochmal 20 Minuten Folgen. Und ab der nächsten zocken wir dann eine Stunde am Stück. Ganz einfach, weil es für mich gerade angenehmer oder einfacher oder bequemer oder wie auch immer man das nennen möchte, ist... das so zu machen. Ich habe ja ein bisschen mit die Hoffnung, also heute ist Freitag, ne? Freitag nach der Nachtschicht. Ihr müsst ja immer auf dem Laufenden bleiben. Freitag früh nach der Nachtschicht. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich heute Abend Zeit für mich, Zeit für dieses Spiel, Zeit für euch, Zeit für uns, Zeit für mehr habe. Und dann werde ich heute Nacht mal, also je nachdem, ich weiß halt noch nicht, wie ich nächste Woche arbeite. Das ist echt kacke gerade. Mir wurde ja schon vorgeschlagen zu kündigen. Hätte ich da kein Problem mehr mit diesem scheiß Arbeiten immer. Und was ein schöner Nebeneffekt wäre, finde ich ganz witzig. Also ich habe dann auch nicht das Problem, dass neue Spiele rankommen würden. Ist ein guter Punkt. Hab ja genug hier. Gestern ist ein Paket mit 30, nee, ich glaube 25 Spielen angekommen. Ich weiß nicht mal wie viele. Ich muss mal nachgucken. Ich habe einfach so ein kleines Paket PS2-Spiele gekauft. Vorratsliste, dringend. Alkoholtücher X. Was heißt X? Wofür steht das? Und ist das... Dann haben wir das? Ja, ne? Dann ist es abgehakt. Okay. Ich hätte ja so einen Haken hintergemacht. Aber ey, was macht ihr in eurer Organisation? Alkoholtücher sind da. Iod. Wattestäbchen sind da. Verbandsmull ist da. Selbstklebende Mullbinden fehlen noch. Was für ein Zeug? Musselin? Verbände? Brauchen wir auch noch. Du, dafür haben wir Latexhandschuhe und Gesichtsmasken. Das ist sehr, sehr gut in diesen Zeiten. Morphium und Naloxon haben wir. Verbände haben wir. Sicherheitsnadeln haben wir. Gel, Brandwund, Kompressen brauchen wir noch. Und Decken haben wir auch noch. Keine da. Und wenn möglich, brauchen wir noch Intraoser-Infusionskits. Hämostatische Verbände, was ihr auftreiben könnt. Blutdruckmanschetten. Haben wir aber tatsächlich bekommen. Antibiotika, Penicillin, Levofloxacin, Amoxicillin, was ihr auftreiben könnt. Wieso steht das da oben in Klammern und da unten dann nicht? Egal. Tragen, ich glaube, wir haben alle. Kleiderscheren haben wir. Universalschienen brauchen wir noch. Versiegelung für offene Brustwunden, was noch da ist. Versiegelung für offene Brustwunden? What the fuck ist das denn? Intubationsschläuche und durchsucht jeden Winkel im ersten Stock. Da sind noch ein paar Räume, die wir nicht geöffnet haben. Da drin könnte etwas Nützliches sein. Haltet euch von den unteren Etagen fern. Sam. Erster Stock ist bei den Amis der Stock, in dem wir jetzt gerade sind, oder? Also immer so First Floor und Second Floor. Warte, wie war denn das? First Floor ist Erdgeschoss. Ist gerade die Pille runtergefallen, Mädchen? Das ist ärgerlich.
Achso, 6 und 6 haben wir schon. Okay, gut. Aber dann wäre das ja doch unten. Erster Stock. Sind wir jetzt auf Second Floor? Achso, das ist der Generator. Ich wollte gerade sagen, wieso hört man den Ventilator so laut? Ich habe den Ventilator neben mir stehen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Die ganze Nacht waren die Fenster auf. Trotzdem 27 Grad hier drinnen. Leck mich am Fuß, Alter. Was soll denn das werden? Das kann echt heftig werden hier. Deswegen habe ich einen Ventilator laufen. Ich dachte gerade. Nora? Wie hast du gerade gesprochen? Hier ist niemand. Die sieht doch nicht unwichtig aus. Die hat andere Klamotten an, oder? Ja, weiß man nicht. Werden wir sehen gleich. What the fuck was Abby here? I'm not stupid. You're gonna tell us where she went. When Isaac talks to us about this, I'm gonna say what I think happened. Knock yourself out. I've got work to do. Nora! I'm not going down for her, man. Don't worry. Reden noch weiter? Nö. Hat sie gerade gesagt, Abby wäre dann noch in ihrer Zelle? Haben die Abby eingesperrt? Das ist ein bisschen blöd jetzt mit den Untertiteln, dass sie da Nora zugeschrieben haben. Das heißt, wir wissen definitiv, dass es Nora ist, selbst wenn wir es vielleicht vergessen hätten, wie Nora aussieht, was natürlich niemand von uns vergessen hat. Wir wissen alle noch, wie Nora aussah. Binde. Appellen, ein bisschen Alkohol, ein bisschen was zum Heilen. Wie sieht es eigentlich mit unserer Energie aus? Sieht okay aus. Die Tür wird verschlossen sein. Okay, aber sicher, sicher. Na denn, Nora. Here we go. Don't scream. Oh shit. Put that shit down. You remember me? Yeah. You remember me. What do you want? Abby was here earlier. Where'd she go? I don't know. You shoot me. The sound will have every soldier come running. You'll still be dead. Tell me where she went, and I'll think about letting you go. We could have killed you. Maybe you should have. Or maybe you should have stayed the fuck out of Jackson. Where's Abby? You still hear his screams? What? I hear them every night. Yeah. Yeah, that little bitch got what he deserved. You fucking cunt! Ah! Trespasser! Somebody, please! Oh, ich hab geschossen. Also, ich hab gedrückt, aber es hat nicht funktioniert. Ganz kurz mal eben. What? Ich hätte hinterherrennen sollen? Das sagt mir ja gar keiner. Oh, ja, okay, gut, klar, ja. Okay. Somebody, please! Ja. Over here! Ich dachte die ganze Zeit gespannt, ich kümmere mich jetzt darum, dass wir hier irgendwie genug ausgerüstet sind und so. You can't escape this!
Renn nicht da, ich halt hinterher. Damn it! Shoot her! Stop! Fuck you! Fuck you all! Damn it! Shit, wo ist sie? Da. No, no, no! Nein, 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 was bist du? Wie heißt er? Drake? Got you. Nathan? Nice. Come on, Eddie! Come on! Throw down your weapon! No, no, wait. No, 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 please! Back up! Put your gun down! You can walk away from this, okay? I can... Shut the fuck up! Gun down! Hands up! Get back! You have nowhere to go. Naja. Get up there! Spawn! Ja, nice! There! Take her out! Not Spawn! The fuck's the power doing on? Doesn't matter. Oh shit, he's a clicker! Was machen wir jetzt hier? Aufräumen und ein bisschen umgucken oder rennen wir ihr hinterher? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Irgendwer hat er ja gerade noch geballert, also da scheint noch irgendwer zu leben. Klicker haben wir natürlich auch noch hier. Wo hat mich da jetzt jemand gesehen? Da hat mich jemand gesehen. Aha, aha, aha. Wenn du dich umdrehst, bist du tot. Jetzt klettert er rüber, Ellie! Sie klettert nicht rüber! Chill the fuck out. Who the fuck are you anyway? You're nobody. Hey, go fuck yourself. Ich hätte dich ja gehen lassen, aber wenn du so mit mir redest, dann... Scheiße. Ja, ist ein bisschen schade, dass die zwar reagieren so. Ja gut, vielleicht ist es einfach jetzt, sind das vielleicht diese Figuren, die so widerspenstig sind. Kann sein. Aber ich hätte mir jetzt gewünscht, dass sie so ein bisschen. Dass sie auch aufgeben, also wirklich aufgeben und so. Dass sie einem sagen, hier pass auf, du kriegst das und das oder ich sag dir das und das oder irgendwie sowas. Aber wer weiß, vielleicht liegt das daran, dass das jetzt hier so die krassen Soldaten sind, die irgendwie mega tough sind oder so. Keine Ahnung. Ach, jetzt geht's auf einmal. Eben musste ich die andere Scheibe noch zerschlagen. Na gut, Fräulein. Wieder zu. Zum Mauer halt so. Aber wir scheinen nichts weiter zu sein. Ich glaube, wir verpassen hier nichts, wenn wir hier nicht. Wenn wir hier einfach weitergehen. Ich mach's trotzdem nicht. Ja, guck, zwei Schuss für die Flinte. Das ist schon mal wieder. Das ist schon mal wieder was wert. Gut. Oh, vielleicht. Na, ja, nee.
Also mit den Pfeilen im Rucksack wärst du da jetzt nicht durch die Tür gekommen, Ellie. Das sag ich dir, wie es ist. Aber um meinen Gedankengang gerade mal zu Ende zu bringen. Ich habe gerade gedacht, vielleicht kriegen wir jetzt ja irgendwie sowas zu hören von wegen, ach, du bist die, du bist Ellie, dass sie wissen jetzt auf einmal, ah, okay, sie hat Sporen eingeatmet, sie ist immun, sie ist diejenige. Weil ich ja immer noch, ich glaube ja immer noch, dass sie Joel umgebracht haben, weil Joel halt Ellie da wieder rausgeholt hat. Weil Joel nicht zugelassen hat, dass die ihren Impfstoff da, zusammenrühren. Auch mal interessant, ne? Wir ärgern uns hier mit Impfgegnern rum. Die haben das Problem, dass sie die krassen Pro-Impfer hier, dass die sich radikalisieren. Da hustet doch jemand. Ja gut, aber dann lebt sie ja noch. Dann kann sie das ja vielleicht sagen. Weil vielleicht ist es ja was ganz anderes. Vielleicht hat Joel irgendwas ganz anderes gemacht. Vielleicht hat Joel irgendwas voll Grausames gemacht. Wofür er auch in unseren Augen den Tod verdient. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie diese Heldenfigur auf einmal zu einem Bösen versuchen umzubasteln. Wobei, böse muss er ja nicht mal sein. Reicht ja, wenn er... Es reicht ja, wenn man seine Meinung über ihn so ein bisschen überdenken müsste. Wenn er vielleicht nicht ganz der Strahlemann ist, für den wir ihn hielten. Hi, Nora. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das wird jetzt genauso, glaube ich. Ich kann nichts auswählen. Kein Licht anmachen. Das geht ganz schön schnell, kann das sein? Where's Abby? Breathing spores. You're the one. Yeah. You're Firefly? Offensichtlich. There are no fireflies anymore. Where's Abby? I'm fucking dead anyway. Why would I tell you anything? Because I can make it quick. Or I can make it so much worse. Think about what he did. How many people are dead because of him? Last chance. I'm not giving up, my friend. So didn't he. Oh, okay. Muss ich das machen oder macht es nur alleine irgendwann? Oh Gott, euer Ernst? Alter. Wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, wieder schon reingegangen und macht's gut. Alter, schon wieder Ellie, ey. Daumen wäre nett, habe ich vergessen. Ciao.